Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen zu Tag 4 des Weihnachtskalenders. Und auch heute habe ich mir da was Besonderes ausgedacht. Und zwar geht es in diesem Video um Mützen. Los geht's. So Leute, wie im Intro gesagt, schön, dass ihr wieder am Start seid. In diesem Video geht es um Mützen. Ich habe hier einen kleinen Tisch aufgebaut und meine Mützen bzw. meine Favorite-Mützen mal mitgebracht. Da gehen wir gleich genau drauf ein. Ich wollte nochmal noch darauf hinweisen, am kommenden Sonntag werden die Hosen hier ausgelost. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt und nicht daran teilgenommen habt, checkt das auf jeden Fall ab. Ihr könnt auf jeden Fall diese zwei Carhartt-Hosen gewinnen. Und als kleiner Reminder, haben schon ein paar Leute mitgemacht, aber ich will ja jedem eine faire Chance geben, dementsprechend nochmal dieser kleine Hinweis am Rande. So wie ihr seht, ich habe hier einen kleinen Tisch aufgebaut, habe so meine Mützen bzw. meine Favorite-Mützen mitgebracht, das was ich so trage. Generell ist es bei mir so, dass ich das Ganze eigentlich auf zwei Arten von Mützen runterbreche. Ich trage entweder eine Cap, und zwar eine Cap trage ich über das ganze Jahr, oder halt eine Fisherman Beanie. Man muss auch sagen, eine Fisherman-Biene ist nicht gleich eine Fisherman-Biene. Wenn wir gleich mal damit anfangen, die muss einfach sitzen und vom Material her gut sein. Ich habe in einem meiner, ich glaube vorgestern in dem Video, habe ich euch erklärt, beziehungsweise euch so Weihnachtsgeschenkideen gezeigt, und dabei waren auch diese Mützen hier, und die sind jetzt mittlerweile angekommen. Sie sind nice, sie sind echt gut, auch der Preis ist wirklich in Ordnung, Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall, aber sie stehen mir einfach nicht. Und das ist auch das Wichtige, ihr müsst einfach schauen, dass ihr Mützen findet, die zu euch passen. Mir stehen die zum Beispiel nicht, meiner Frau, da sah es zum Beispiel besser aus. Nichtsdestotrotz könnt ihr da auch diese, ich sag mal, Mützen abchecken, die sind sehr, sehr nice. Meine Favorite-Mütze, und die sind schon echt, ich sag mal, alt und mitgenommen, ich muss mir einfach mal ein paar neue bestellen, sind beide, und zwar die graue und die schwarze sind von Urban Classics. Die nennt sich Fisherman Beanie 2, ist eine sehr, sehr cooles Beanie, muss ich sagen, weil es auch ein bisschen dicker ist, hat eine gewisse, ein gewisses Standing, sitzt extrem gut bei mir. Ich mag das auch nicht, wenn die Beanie zu groß ist und dann so überlappt oder Beanie zu klein ist. Also ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr cooles Piece, was ich sehr gerne zu meinen Outfits kombiniere. Ich finde, das wirkt das Ganze, macht das nur so ein bisschen locker. Man kann es aber auch ein bisschen schicker tragen. Das liegt immer daran, wie man das Ganze stylen möchte. Aber eine Beanie, zum Beispiel eine graue oder eine schwarze, ist bei mir wirklich täglich, fast täglich im Gebrauch. Ich habe hier auch mal beispielsweise noch ein hochwertiges Modell mitgebracht, und die ist hier von Gant. Man muss sagen, da merkt man schon deutlich den, ich sag mal, den Wollunterschied. Die fühlen sich schon ganz anders an. Also wenn ihr solche günstigen Beanies, und die kosten glaube ich 10 Euro das Stück, die kostet auf jeden Fall wesentlich mehr von Gant, aber man merkt auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Wenn ihr aber was ganz Besonderes haben wollt, kriegt ihr auch verschiedene Beanies mit, ich sag mal, von wirklich Designer-Brands. Ich habe mir vor Jahren mal hier diese, ich würde sagen, 2 Jahre her, diese Off-White-Beanie hier gekauft. Ich muss sagen, dafür, dass sie von Off-White ist, vom Design her nice, aber vom, ich sag mal, vom Material her trage ich sie einfach nicht gerne. Sie kratzt einfach. Und das ist auch wirklich für mich sehr, sehr ausschlaggebend. Ein Beanie darf auf jeden Fall nicht kratzen. Und vor allen Dingen muss es natürlich auch gut sitzen, aber in dem Fall ist es einfach so, es kratzt. Dementsprechend trage ich die Mütze einfach selten. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, die war damals relativ teuer. Ich kann euch den Preis auch nicht mehr genau sagen, aber es gibt Designermützen. Da müsst ihr dann gucken, wenn ihr euch sowas bestellt, dass das Ganze auf jeden Fall auch, ich sag mal, nice sitzt und vor allen Dingen auch komfortabel ist. Ich bin mehr so der Fan von diesen, ich sag mal, Erdtönen bei Mützen. Natürlich auch schwarz noch mit dabei, aber generell dieses Beige, Grau oder Braun oder Khaki sind so wirklich die Mützen. Ihr könnt da natürlich auch ein bisschen Flagge zeigen, indem ihr euch so Neonfarben holt oder eine rote Mütze etc. Aber da sehe ich mich zum Beispiel eher weniger. Natürlich auch Blau trage ich noch ganz gerne, aber ja, wie gesagt, wenn ich euch jetzt eine Mütze empfehlen würde, dann auf jeden Fall die von Urban Classics, weil Preis-Leistung einfach wirklich sehr, sehr nice ist. Die hier sind auch nice, die ich euch in dem Weihnachtsvideo quasi in dem zweiten Weihnachtstag gezeigt habe. Die kommen so eingeschweißt, kommen die an. Dann habt ihr da drin nochmal eine Verpackung, dann sieht das Ganze so aus. Und ja, im Endeffekt ist das dann die Mütze. Wie gesagt, sie steht mir persönlich einfach nicht. Ich habe die da, nichtsdestotrotz könnt ihr die noch in dem Video auf jeden Fall abgreifen. Habe ich euch versprochen, dass ich die an euch verlose, und dementsprechend, ja. Dann gehen wir noch auf das Thema Caps ein. Caps sind wirklich bei mir so mein, neben der Sonnenbrille, das Accessoire, was ich eigentlich so am meisten trage. Und ich muss sagen, eine Cappy für mich ist extrem schwer zu finden. Ich habe einen sehr, sehr kleinen Kopf, muss ich dazu sagen.
Das heißt, ich bin kein Fan davon, wenn die Cappies über dem Ohr sitzen. Also wenn die dieser typische, und das wird jetzt auch kein Front sein, aber dieser typische JP-Look von JP Performance, Jean-Pierre, der trägt die mal über den Ohren und ich bin da absolut gar kein Fan von, weil die Cappy eigentlich im Prinzip nicht sitzt. Eine Cappy muss bei mir auf Höhe der Ohren halt aufhören. Und da bin ich, beziehungsweise sind wir, ich glaube, weiß gar nicht, wer das gefunden hat, aber ich glaube, entweder Daniel oder ich, einer von beiden hat die auf jeden Fall damals gesehen, und zwar ist das eine Youth Cap. Die ist im Prinzip für Jugendliche gemacht, Leute, die, also Jugendliche, so, ich schätze mal so 12- bis 17-Jährige. Und die ist von 47, die habe ich gekauft bei Amazon. Und die gibt es ja immer wieder zu kaufen, verschiedenen Farben. Und die Cap hier zum Beispiel sitzt bei mir perfekt. Ihr kennt diese New York Yankees Cap, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ob es jetzt New Era oder hier in dem Fall von 47 Brand oder von anderen Marken sind. Das sind sehr, sehr nice Caps. Ich bin da mehr der Fan von schwarzen Caps oder von dunkelblauen Caps. Natürlich könnt ihr da auch verschiedene Formen bzw. Farben wählen. Aber in dem Fall ist das wirklich so mein... Ja, mein kleiner Geheimtipp, würde ich fast sagen, wenn ihr eine Cap sucht und euer Kopf ist nicht riesig, riesig groß, sodass euch jede Cap sitzt, bei mir ist es wirklich der Fall, es ist extrem schwierig, dass eine Cap gut sitzt und diese Cappy, da mein Kopf nicht riesig groß ist, sondern ich würde ein bisschen kleiner sagen, sitzt wirklich perfekt. Das ist für mich auf jeden Fall wirklich essentiell, wenn ihr sowas habt, und ja, das werde ich auch an euch weitergeben, und zwar diese Cappy, wie ihr seht, nagelneu, ungetragen, ist auch für das heutige Video das kleine Weihnachtsgeschenk, was ich an euch weitergebe. Ist so ein Wert von, ich weiß gar nicht, 30, 40 Euro in etwa. Also wirklich schon für eine Cap nicht ganz so günstig. Ihr kriegt natürlich auch Caps für 20 Euro. Aber sie ist wirklich sehr, sehr nice. Und ja, was ihr machen müsst, kennt ihr. Müsst ihr eigentlich im Prinzip nur dem Kanal folgen. Lasst einen kleinen Kommentar da und dann lose ich das Ganze innerhalb einer Woche aus. Ja, wie gesagt, das sind so meine zwei Mützen bzw. Kopfbedeckungen, die ich tagtäglich trage. Auch so ein paar kleine Tipps. Gute Marken habe ich euch empfohlen. Und ja, vielleicht kann der eine oder andere ja mit den Tipps auf jeden Fall was anfangen. Stylingtechnisch, wie gesagt, ist bei solchen Sachen ja, kein Limit gesetzt. Ihr könnt die Sachen kombinieren, wie ihr wollt. Ja, für mich auf jeden Fall essentiell. So Leute, das war's auch wieder mit dem Video. Schön, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns morgen wieder. Peace, Leute.